Ich bin hier im schönen alten Quellgebiet, den beiden gleichen, im hochblauen Gebiet im Südschwarzwald unterwegs. Und bis letztes Jahr war das hier eine ganz zauberhafte Stimmung. Und jetzt komme ich wieder und jetzt sehen wir hier voll Erntesporen. Die Quellen hier laufen gar nicht mehr. Das ist schon sehr traurig, wie der Mensch hier eingreift. Hier noch ein Bach, der hier durch eine Röhre trainiert wird. Es ist so traurig, es war hier so ein schönes Gebiet. Muss man überall alles zerwühlen. Und geplant sind hier ja auch Windräder auf dem Berg. Es ist unfassbar. Hier voll Erntesporen, grausame Art, voll verdichtete Landschaft. Hier war ein alter, wunderschöner Waldweg. Hier alles lieblos zusammengehauen und liegen gelassen. Das war so ein schöner Wald hier, auch mit dem Unterholz und den Steinen. Es ist wirklich die dümmste Waldpolitik, die seit Menschengedenken hier angewandt wird. Und so werden die Bäume verletzt beim Holz aufladen oder dranfahren. Hier frisches Buchenholz, was hier geschlagen wurde. Das hier ist der Gliechen, der Bergpass zum Gleichen. Man kennt ihn nicht mehr wieder. Hier die Gleichenhütte. Überall Holz, voll Ernte. Da lacht schon wieder neues Holz. Unglaublich. Da hinten auch. Alles voll. Im Hintergrund sehen wir die Windräder von Gersbach. Und vorne dran soll auch gerippt werden. Zeller Blauen Wolfsacker. Und hier in unmittelbarer Nähe der Schlöttleberg. Und hier sogar die Gliechen und der Hochblauen. Himmeltraurig hier oben am Howilsberg, einem wunderschönen Schwarzwaldberg, bisher noch sehr in Waldeinsamkeit. Dem rückt man jetzt zur Leibe. Sie wollen eine Agenda durchziehen, 2030 hier wieder schöne Buchen und gröbste Wegverletzungen.
Landschaft, die gehört dem Volk. Das ist unsere Welt. Die Windradbetreiber, die kassieren ein Mega-Subventionsgeld und spielen sich noch als Umweltschützer auf. Es ist unerhört. Die letzten Naturparadiese werden dann für immer zerstört. Nicht gegen Windkraft, aber der Wind, der flüstert mir. Es geht hier nicht um Gemeinwohl, es geht um Profit und Gier. Damals, 1975, da kämpfte ich in Wien gegen Atomkraft. Da hatten wir noch ein gutes Ziel. Jetzt machen sogenannte Umweltschützer die Natur kaputt. Ruinieren ganze Ökosysteme, bringen Tod und Schutz. Ich bin nicht gegen Windkraft, aber der Wind, der flüstert mir. Es geht da nicht um Gemeinwohl, es geht um Profit und Gier. Das ist die schlimmste Vergewaltigung aller Zeiten, eine Hinrichtung unserer heiligen Berge und Weiten. Diese ehrenwerten Gutmenschen haben wenig Natursinn. Drum, Freunde, stoppt diesen Windwahnsinn. Ich bin nicht gegen Windkraft, aber der Wind, der flüstert mir. Es geht da nicht um Gemeinwohl, es geht um Profit und Gier. Ich bin nicht gegen Windkraft, aber der Wind, der flüstert mir. Es geht da nicht um Gemeinwohl, es gerade unterwegs am Rohrenkopf bei Gersbach, wo demnächst 5 218 Meter hohe Windtürme stehen werden. Und hier, das ist einer der Zufahrtswege, wo man dann in einer Nachtaktion diese, finde ich persönlich, schrecklichen Masten durchfahren wird. Also große Wegverbreiterungen, schonungslos, auch oben am Gipfel, was sich hier die Stadt Schopfheim leistet, das Landratsamt Lörrach und auch das Forstamt und der Schwarzwaldverein, der hier den Westweg umleitet. Und natürlich die EWS, die Stromfirma aus Schönau, finde das ungeheuerlich. Aus unserem Wald, ja, da wird ein Industriepark gemacht, 200 Meter hohe Windräder mit Blinklicht in der Nacht.
Sirenen und sein, dass man die Welt mit Windkraft retten kann. Dabei ziehen sich indes die Wölfe nur ein grünes Schafsfell an. Leute, die denken, Windkraft, das wäre ne saubere Sache. Dann sag ich nur, das hab ich mir zuerst auch gedacht. Aber Windkraft zerstört die Natur, bringen tut sie nix. Und ich frag mich nur, wer die Welt vor diesen Umweltschützern schützt. Aus unserem Wald, ja, da wird ein Industriepark gemacht. 200 Meter hohe Windräder mit Blinklicht in Werner. Sie reden uns ein, dass man die Welt mit Windkraft retten kann. Dabei ziehen sich indes die Wölfe nur ein grünes Schafsfell an.